Eine blaue Vier-Augen-Brille. Dieser besser als das, was wir tragen. Ui, ist die hübsch. Die ist so hübsch, die muss ich direkt ausblenden. Rivelio. Also ich bin ja nicht alt, ne? Aber wenn ich mir denke, so, ich würde mit dem Ding rumlaufen. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Ich würde auf eine Brille verzichten. Oh, guck mal, Geld. Okay. Mega Power Trank ist ein guter Trank. Ja, Komplexität ist so eine Sache. Ich frage mich bei neuen Spielen immer, wie lange die Level-Designer daran gewerkelt haben, um die ganzen Details zu platzieren. Ja, sehr vieles wird dann einfach per simplen Copy and Paste gemacht. Das halt vor einmal so ein gewisses Asset, keine Ahnung, irgendein Höhlengang, ja. Und den kannst du für diverse Höhlen halt überall platzieren, das fällt nicht weiter auf. Kannst du eventuell auch einfach einmal spiegeln. Ne? In den diversen Achsen, je nachdem wie es gemacht ist. Wenn du natürlich irgendwas drin hast mit Schrift und so, sieht es natürlich anders aus. Dann werden halt mehrere dieser Bausteine quasi einfach aneinander geklatscht. Und so entsteht sehr viel heutzutage. Da wird einmal so ein, weiß nicht, ob du so diverse Brettspiele kennst, sowas wie Labyrinth oder sowas. Da hast ja auch bestimmte Bodenplatten quasi, die du halt verschieden aneinander legen kannst. Und je nachdem, wie du sie halt anordnest, hast du dann quasi dein fertiges Level-Design. Ganz grob runtergebrochen. Wenn ich persönlich, weiß nicht, kann man machen. Gerade bei so großen Spielen ist das tatsächlich halt nötig. Sonst darfst du jede Höhle, jeden Dungeon wirklich selber komplett von Grund auf designen. Aber es gibt halt auch viele Spiele, die halt dann, ich sag mal, linear gebaut sind. Wo du dann wirklich auch dir Gedanken machen musst, okay, wie soll denn jetzt der Flur aussehen? Wie soll der Raum aussehen? Und da wird es halt wirklich von Hand reingesetzt. Bei Open-World-Spielen eher weniger. Ich laufe wieder verkehrt. Beispielsweise hier diesen Raum hier mit ein paar Weinfässern und so was. Ich glaube, den haben wir schon ein, zwei Mal so gesehen. Sie hatten ihn. Geben Sie ihn mir. Schnell, ehe Sie zurückkommen. Und du weißt, dass ich den Stab habe, bevor ich überhaupt zur Tür. Okay. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern.
Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch an die Versuche mit CNC und Warcraft 2 und Duke Nukem Level Editor was zu machen. So ein Krampf. Und die Sachen sind ja noch vergleichsweise simpel. Ja, wobei bei Command & Conquer und Warcraft 2 ist ja wirklich so, du setzt ja wirklich jedes Ding einzeln, jeden Baum, jedes Gebäude, jedes Flusselement und. Ne? Und dann machst du dir quasi damit deine Karte quasi fertig. Bei Duke Nukem weiß ich es gar nicht mehr, wie es da genau war. Was haben Sie gehört? Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt. Ach, es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Okay. Und Sie sprechen Koboldugak? Stimmt es, dass Sie Koboldugak sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Ich verstehe die neuen Spieler aber auch ohnehin nicht. Wenn an Mist wirklich nur ein Entwickler arbeitet, keine Ahnung, wie man sowas alleine bauen kann. Auch das ist relativ simpel. So gerade halt beim Map-Design und so was. Es gibt halt inzwischen so viel Assets, nennt sich das, ne? Wenn du halt irgendwo fertige 3D-Scheune oder sowas halt kaufen kannst oder halt auch frei erwerblich halt hast. Und du kannst es für deine Spiele und sowas halt nutzen. Das heißt, du hast ein 3D-Objekt, setzt das dann in, ich glaube bei denen ist es Unreal Engine, du hast schon eine fertige Entwicklungsumgebung, die du nicht mehr entwickeln musst. Ja, das heißt, die Engine, ne? Licht, Schatten, Verhältnis, tralala, und da setzt du einfach nur deine 3D-Objekte rein. Schon hast du dein Map-Design. Kannst du halt eventuell noch Höhen und Hügel und sowas hier anpassen, wo du lustig bist. Ein bisschen Texturen draufklatschen, hier und dort einen Baum setzen, hast du an sich dein Map-Design. So, dabei hast du selber kaum irgendwie groß irgendwie was in 3D-Richtung gemacht. Einfach nur platziert. Quasi so wie bei Warcraft 2 Map Editor. So, das Einzige, was halt der Typ dann halt quasi richtig selbst modelliert, sind dann überwiegend halt diverse Zombies. Je nachdem, ne, wie wir gesehen haben, irgendein Boss-Zombie. Ja, halt so die grundlegende Mechanik dahinter, wie soll irgendwie was funktionieren? Wie kann jemand etwas craften? Was muss hergestellt werden, damit du irgendwas erreichen kannst im Spiel? So was. Ja? Oder drücke Taste Gedöns, um die Karte zu öffnen. Sowas muss er halt dann noch einprogrammieren. Ja? Aber sonst, von der Reingestaltung her, easy. Da muss er sich halt nur überlegen, so, wie will ich eigentlich meine Karte haben? Was soll dann letztendlich wo zu finden sein? Und setze es einfach nur noch dahin. Ja. Also, easy, in Anführungszeichen. Es ist immer noch ein Mordsaufwand für einen alleine. Ja, und deswegen ist das Spiel auch schon so lange in Entwicklung. Und wird wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit lang bleiben. So, ja, ich habe dir geholfen. Bitteschön. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund.
Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Okay. Mr. Oaks hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Also viel Baukasten und Copy and Paste, ohne das irgendwie abwerten zu wollen. Ja. Einfach weil es für, gerade wenn du eine einzelne Person bist, sehr viel, sehr einfacher einfach macht. Spart dir immens viel Zeit. Ne? Und nicht jeder hat Lust und Muße, alles in 3D selber zu gestalten. Oder ist dazu in der Lage. Und da halt von außen her Hilfe zu holen oder irgendwas einzukaufen quasi, was halt diesen Zweck dann erfüllt, ist durchaus legitim. Ja. Und das erspart dir einfach sehr viel Arbeit, weil du nur noch raussuchen musst und da einfach platzieren. Ganz viel Copy-Paste. Wo war denn jetzt hier der Ausgang? Obwohl, ich kann doch auch so? Nein, kann ich nicht. Und ich finde, ist durchaus sehr, sehr gut, dass es Leuten heutzutage sehr einfach gemacht wird, Spiele zu programmieren. Brauchst nicht viel, um ein Spiel zu machen. Könnt ihr gerne mal irgendwann auf 2D-Ebene auch mal so im Stream einfach irgendwie ein Spiel zusammenschustern. Irgendwas ganz Simples. Irgendwann. Es gibt ja auch massig von diesen ganzen RPG-Maker-Spiele heißt es, ne? Es gibt den RPG-Maker, der ist halt dafür konzipiert, dass er damit Rollenspiele machen kannst in ja, so typische japanische Rollenspiele halt, ne? Und warum kommen dann Spiele so oft so unfällig raus, wenn das so einfach ist? Das kann ich dir sagen. Weil zum einen Spiele wie Myst sind halt im Early Access, das heißt, sie sind noch in der Entwicklung. Du kannst sie aber schon bezahlen. Hat dann den Vorteil für den Entwickler, Vorteil ist immer relativ, der Entwickler wird dadurch minimal finanziert, hat dadurch eventuell die Möglichkeit, weiter an dem Spiel zu arbeiten, eventuell neue Assets dafür zu kaufen, eventuell davon zu leben, keine Ahnung. So. Und kann dann jedenfalls an dieser Entwicklung halt weitermachen, ohne dass ein unfertiges Projekt halt eingestampft wird. Dann gibt es natürlich halt auch ganz viele Spiele, die unfertig rauskommen, weil da jemand, und da sitzt Karl-Heinz Peter, ja, hat eine Idee für ein geiles Spiel, in seinem Kopf ist es geil. So, und dann macht er das. Testet aber auch nicht alles vernünftig aus. Ja, so, was wäre, keine Ahnung, du hast ein, du willst einfach nur in ein Haus rein. Du hast einen Garten davor und davor einen Gartenzaun. Ja, so. Entwickler denkt sich so, okay, Spieler sagt, ich möchte auf Gartentor klicken und dann geht Tür auf. Okay, hat er einprogrammiert. Was hat er nicht einprogrammiert? Was ist, wenn Spieler auf Gartentor springt? Passiert nichts, Clipping-Fehler. Was ist, wenn Spieler auf Gartentor haut? Nichts, Clipping-Fehler. Oder weil Fehler einprogrammiert, Tor kaputt.
All das sind halt manchmal so Kleinigkeiten, die dann für unfertig wirkende Dinge halt dann sorgen. So ganz simpel gesprochen. Ja? Ich meinte eher da Triple 80. Das ist was ganz anderes. Ein AAA-Titel wie zum Beispiel Hogwarts Legacy. Eine immense Größe. Ja, heutzutage ist es auch hier so. Viele 3D-Modelle machen viele Studios nicht mal selber. Heißt, ne, wie hier ein Besen aussehen soll, wie ein Baum aussehen soll, wie das Schloss Hogwarts aussehen soll. Machen viele, gut, Hogwarts vielleicht schon, aber vieles andere. Ja, machen. Sitzt bei Warner Bros. Oder welches Unterstudio auch immer halt da ist, sitzt dann da, macht eine Konzeptzeichnung, so und so soll das aussehen, schickt es nach China, China macht davon ein 3D-Modell, dann wird da nochmal Kommunikation zwischen den Firmen halt stattgefunden, bis es halt dann das 3D-Modell so aussieht, wie Warner Bros. Es haben will von China. So, weil in China 3D-Modelle zu produzieren, ist halt dann auch wieder billiger als in Deutschland, ist tatsächlich so. Und, ja, so. Dann wird halt einmal das Modell halt eingepflegt. Dann muss es halt programmiert werden. Es muss getestet werden. Und Spiele im AAA-Bereich werden schon sehr, sehr, sehr stark getestet. In den meisten Fällen. Es gibt ganz kleine wenige Ausnahmen, die wirklich nicht getestet werden. Ja, so. Und es wird schon sehr darauf geachtet, dass ein Spiel, gerade halt Lizenzprodukte hier oder Spiele, die sehr im Hype sind, grundsätzlich vernünftig getestet werden. So. Dann gibt es aber halt dann auch immer das Problem, dass halt gerade AAA-Spiele ein sehr groß, da besteht ein großes finanzielles Interesse. Ja, nicht nur seitens uns Käufer, die halt dann das Spiel unbedingt kaufen wollen, sondern halt auch in der Industrie an sich. Sei es ein Publisher, der halt dann endlich auf den Entwickler drückt und sagt so, ja, ihr müsst jetzt aber mal fertig werden mit dem Spiel, ne? Ihr seid ja schon, seid schon 2 Monate dran, ne? Nächstes Jahr ist Release. Ne? So, und dann sitzen die Entwickler da, kloppen halt einfach nur irgendwie was rein, damit das Spiel irgendwie fertig wird, weil danach wird das Entwicklerstudio eventuell nicht mehr bezahlt, um das Spiel fertig zu machen. Ja? Kann aber nicht immer an Publisher liegen, sondern halt auch an Aktionären und was auch immer da alles drin hängt. Und dann hast du da die armen kleinen Entwickler, die halt dann da sitzen, einfach nur ihren Tag quasi machen und versuchen, das Bestmögliche draus zu machen, eventuell sogar Überstunden machen, unbezahlt, Tag-Nacht-Schichten machen, das zu Hause nicht sehen und das Spiel irgendwie in den paar Monaten vor Release das Bestmöglichste noch rauszuhauen, jeden Bug rauszumerzen, wo die QA, also hier die Quality Assurance, Qualitätstester und sowas halt noch gemeldet haben, versuchen sie nochmal jeden Bug irgendwie rauszukriegen. Schaffen sie nicht immer bis zum Release, weil sie manchmal auch nicht finden, woran liegt es denn, dass, wie jetzt gerade eben, der Kampf nach Beendigung des Kampfes das Spiel abschmiert. Was genau hat der Spieler gemacht, damit der Kampf beendet wird und danach schmiert das Spiel ab? Finde das erstmal heraus. Ja, es gibt natürlich halt irgendwo so einen Error-Log im Hintergrund, der halt dann läuft. Aber das herauszufinden, was genau das jetzt ausgelöst hat, wo sich Charakter XY in irgendeiner Position befunden hat, wo sich irgendeine Kiste, die in den Kampf halt irgendwo hingeflogen ist, wo dann irgendeine Holzpartikel von dieser explodierten Kiste irgendwie irgendwo hängen geblieben ist, eventuell Dauerschleiffehler verursacht hat, ja, dass halt dann eine Kollisionsabfrage gestellt wird, von wegen so, ja, Holzsplitter ist an Wand kollidiert, kommt aber da gerade nicht mehr weg. Das heißt, wir berechnen gerade neu, wie dieses Holzsplitter-Ding an der Wand etliche Male versucht, irgendwie wieder von dieser Wand wegzukommen, um dann wieder in einen Normalzustand zu kommen, damit dann diese Fehlermeldung nicht mehr kommt und der Error-Log nicht vollläuft. So, als Beispiel. So ganz simple Sachen. So. Also, simpel, in Anführungszeichen. Für uns simpel, so als Spieler. Aber halt in der Entwicklung ist es so, wie soll ich denn das rauskriegen? Ja? Schlimm.
Ja, und natürlich, ein Spiel wie Hogwarts Legacy, so als Beispiel, was immens viel gekauft wird. Du hast immens viele Spieler, teils auch auf verschiedenen Systemen, ne, je nachdem, ne, nicht nur Konsolen, sondern halt auch PC-Systeme. Du hast so viele verschiedene PC-System-Konfigurationen. Du hast einen PC mit i7, hast du nicht gesehen, Nummer. Du hast einen PC mit i7, hast du nicht gesehen, andere Nummer. Dann mit irgendeiner anderen Grafikkarte, mit noch einer anderen Grafikkarte, mit drei Monitoren dran, mit zwei Monitoren dran, mit, ich habe keine Ahnung, wie viel Arbeitsspeicher, mit einer Festplatte von Marke hast du nicht gesehen. So, und bei irgendeinem von den Hirnis da funktioniert dann halt dann das Spiel an irgendeiner bestimmten Stelle nicht richtig oder ruckelt oder keine Ahnung was. Weil entweder die Hardware miteinander nicht kompatibel ist oder weil alles, einfach weil alles, ja, und mach mal ein Spiel. Ja. Das einfach auf jedem Rechner läuft. Ja, es gibt natürlich eine Mindest- und Maximalanforderung. Ja, aber halt im Großen und Ganzen immer noch jede PC-Konfiguration damit abzufangen. Schwierig. So. Bei Konsolen ist das alles ein bisschen einfacher, weil du hast in der Regel eine PS5-Konfiguration, eine Xbox-Konfiguration und machst du halt für beide Systeme. Okay, die sind heutzutage von Architektur her relativ gleich. Da ist das eine ganze Ecke einfach heutzutage. Ja, aber deswegen halt auch die Portierung für PS4 und Switch halt dann irgendwie noch runterzumachen. Alles schwierig. Entwicklung ist schwierig. Ja, und wenn man sich die Credits von Spielen anguckt oder auch von einem Diablo 3 und sowas, das sind alles so Credits, die wollen ja niemals aufhören. Oder was hatte ich gespielt? A Plague Tale. War das A Plague Tale? Innocence? Was oh, endlos lange Credits hat, wo du dachtest, Alter, es hört doch nicht auf. Ja. Und ja, es sind nicht immer alles Entwickler, die dann in den Credits aufgezählt werden. Aber es sind insgesamt immens viele Leute, die halt insgesamt an so ein Spiel halt dran werken. Ja. Und du hast dann, keine Ahnung, in der Entwicklung. Du hast einen Typen, der macht die Laufanimation. Du hast einen Typen, der macht den ganzen Tag nur Bodentexturen. Damit die Bodentexturen alle irgendwie ineinander passen. Ja? Wenn du es halt vernünftig haben willst, wenn du ein großartiges, großes AAA-Spiel haben willst, dann ist das. Dann kannst du viele Dinge nicht einfach irgendwo kaufen. Es muss ja dann auch irgendwie zusammenpassen, vom Artstil her und alles. Ist. Ja. Aber wenn du dir halt selbst ein Spiel zusammenschustern willst und es soll einfach nur, du hast eine Idee für ein Spiel und du willst es einfach nur umsetzen. Es ist einfach, das letztendlich halt vernünftig hinzukriegen, dass es auch ein gutes Spiel wird. Ja, und ein funktionelles Spiel ist wieder anders. Je nachdem, wie sehr man sich übernimmt. Wie sehr man sich dahinter hängt und. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Oh. Hier waren wir nicht. Ey, was guckst du? Hab dich. Ein Froschkonzert? Rebellion. Froschchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen.
Moment, in dem Raum hier waren wir schon ein paar Mal, ne? Genau, hier vorne war der Bongo-Ongo. Okay. Ich habe wieder Bücher umgeschmissen, ich habe es genau gehört. Hey, cool, hier kann ich jetzt rein. Mammut hat gesprochen. Also für Leute, die das tatsächlich interessiert, wie das halt hinter den Kulissen so aussieht in der Entwicklung. Da gibt es einen YouTube-Kanal, nennt sich DevPlay. D-E-V und Play. Da sind verschiedene deutsche Entwickler, die halt von ihren Erfahrungen tatsächlich berichten in der Spielebranche. Unter anderem von Piranha Bytes, King Art, hier in Bremen sind die. Und auch Deck 13. Und die erzählen halt so, was halt in ihren etlichen Jahren in der Spieleindustrie halt schon alles hinter sich haben und wie das dann halt so läuft, was man halt so gar nicht mitkriegt. Finde ich ultra interessant. So, ich brauche eine Sechse. Und eine 3. So. Ich war nicht weit genug weg. Juhu. Eine Kiste für mich. Noch eine Kiste für mich. Für unidentifizierte Gegenstände. Ist ja schlimm. Ah. So, ich mache jetzt auf jeden Fall noch irgendwie das Level-Up fertig. Und dann würde ich gerne noch mal in den Raum der Wünsche und dort nochmal gucken, wegen hier Tierwesen-Gedöns. Zum Aufruhm zu trampeln. Alohomora. Mache jetzt auch schon gut 20 Jahre Softwareentwicklung, aber ich bin in einer komplett anderen Ecke unterwegs. Datenbankentwicklung, viel Daten extrahieren, verarbeiten, Zeug berechnen. Ich habe Tage, da ist mein Tageswerk 20 Zeilen Code. Und dann sieht man solche Spiele und fragt sich, wie geht das? Manchmal schon wirklich faszinierend, wenn man über einiges nachdenkt. Aber vieles wird heutzutage wirklich mit Baukastenprinzip sehr vereinfacht. Allein schon, dass du dir nicht immer wieder eine eigene Engine zusammenschustern musst. Ja. Das ist schon, also keine Entwicklungsumgebung an sich. Incendio. Alohomora. Weil du hast so einfache Dinge wie Unity, Unreal Engine und alles. Das macht schon eine ganze Ecke aus. Lumos. Professor Binz, ich muss sagen, dass mich Ihre Beobachtung, die Schüler seien lethargisch in höchstem Maße, erstaunt hat. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich keinerlei Anzeichen von Lethargie in meinem Unterricht feststellen konnte. Da habe ich mich entschieden, selbst mit einigen Schülern zu sprechen, um diesen seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen. Auf diese Weise habe ich schon bald erfahren, dass Sie die wenig bekannten Fakten über historische Konflikte ins Zentrum Ihres Unterrichts gestellt haben. Möglicherweise wäre es ratsam, etwas rascher mit den historischen Feinheiten abzuschließen. Einer der Schüler war den Tränen nahe, als er mir von einer Prüfungsfrage über Grimbald Weft
und die Zahl der Köpfe auf der Kleidung eines Zauberers während der Rebellion von 1752 berichtete. Offenbar war ein Knopf mehr als die damalige Norm vorgab, nicht wahr? Natürlich liegt die Entscheidung vollständig bei Ihnen, aber die Schüler scheinen sich schwer zu tun, ein solches Detailwissen wertzuschätzen. Selbstverständlich ist dies lediglich meine private Meinung. Ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich sie Ihnen ungefragt mitteile. Volle Hochachtung, Abraham Warden. Okay.